Noch sieht es aus wie eine Mondlandschaft. Das Gelände des Naturerlebnisbades Gailsbach steckt noch mitten in den Vorbereitungen. Doch wie funktioniert so eine Anlage eigentlich? Was steckt dahinter? Tamara will's wissen und hat dem Bürgermeister Dieter Lang auf den Zahn gefühlt. Was sind die Vorteile eines Naturbades gegenüber gewöhnlichen Freibädern? Na, der größte Unterschied zu Freibädern ist, dass die Reinigung biologisch funktioniert und kein Chlor verwendet wird. Und dadurch auch hautschonend für die Kinder ist. Die Errichtung von natürlich aufbereiteten Schwimmteichen boomt. Sind sie doch gesunde Alternativen zu geklortem Wasser? Wie schaut der biologische Aufbau eines Naturbades aus? Der biologische Aufbau funktioniert so, dass große Filterflächen vorhanden sind am Gelände, über das das Badewasser drüber läuft und über die Pflanzen eine biologische Reinigung passiert. Und das dann in das Becken 1, das große Becken, abläuft, dann in weiterer Folge in das zweite Regenerationsbecken und dann in den Kinderbereich. Und vom Kinderbereich wird es wiederum mit großen Pumpen in den Regenerationsbereich zurückgeführt. Und so funktioniert der biologische Aufbau dieses Naturerlebnisbades in Gailsbach. Die Vorfreude steigt, nicht nur bei eingefleischten Wasserratten. Doch bis zum ultimativen Badevergnügen ist noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Wann startet die Vorbereitung für die Badesaison? Die Vorbereitung startet meist im März, je nach Witterung, wie es von der Jahreszeit möglich ist. Und da wird das Bad dann dementsprechend gereinigt, vorbereitet, schadhafte Stellen wiederum ausgebessert in der Folie, die drinnen ist, und dann wiederum die Becken nach der Reihe eingelassen und die Biologie des Wassers wiederhergestellt. Dann kann man nur noch hoffen, dass die Temperaturen schnell etwas in die Höhe klettern. Noch ist es, um es milde auszudrücken, ordentlich zapfig. Wann gibt's dann endlich grünes Licht für die Natur drüben Wasserspaß? Eine normale Saison beginnt immer Mitte Mai. Die Witterung und die Außentemperaturen erlauben es dann den Gästen, in einem wohlig warmen Bereich in das schon über die Sonne vorgewärmte Wasser, in dem Wasser zu platschen. Also das Wasser hat zu Beginn der Saison zwischen 19 und 20 Grad. Das ist schon ein bisschen zapfig noch. Steigert sich natürlich dann über die Saison zwischen 24 und 25 bis maximal 26 Grad. Und Ende der Saison, das ist immer Ende August, September, können schon die kühleren Nächte eigentlich wieder dazu führen, dass das Wasser wieder rum zu einer Temperatur von 20 Grad absinkt. Die Natur ist eben etwas ganz Besonderes. Natürlicher als hier in Gailsbach geht's eigentlich fast nicht mehr. Ganz Empfindliche können jedoch beruhigt sein, denn wer sorgt dafür, dass einem beim Schwimmen nicht die Fische an den Füßen kitzelt? Das ist eine witzige Frage. Naja, wir haben eigentlich keine Fische drinnen in unserer Naturbadeanlage. Aber dass ihm nichts anderes kitzelt, sorgt einerseits natürlich die Natur selbst, die Biologie, die was da drinnen herrscht, und natürlich auch der Bademeister oder auch sein Team, welches natürlich immer schauen, dass das Badewasser ordentlich sauber ist und niemand an den Füßen gekitzelt werden. Das Einzige, was sein kann, ist das, dass vielleicht sich ein paar Kinder einen Spaß machen und den anderen einmal an den Zehen kitzeln.